Kapitel 52 Turnier der Champions Teil 2. Das erste Halbfinale des Königsliga-Turnieres dieser Saison stand an. Die Newcomer des Team Polana Vatra begegneten ihren bisher mächtigsten Feinden, dem Team Iron Fist, als die Sonne bereits wieder aus ihrem Zenit schwand. Selten würden Glück und Strategie so wichtig werden wie nun. Beide Teams hatten Pokémon, die manche ihrer Gegner vollkommen aushebeln konnten. Lediglich Seraora hatte in dieser Schlacht nie wirklich einen Vorteil, dafür auch nur einmal einen Nachteil. Das größte Problem für Team Polana Vatra wäre definitiv Knackrak. Aurora war mit Abstand am stärksten gegen diesen. Machado hatte noch eine Chance. Kell, Seraora und Monagoras chancenlos. Das erste Duell begann auf dem Schlachtfeld Galagladi und Machado. Ein erster Glückstreffer, wie auch die Zuschauermassen klarmachten. Zudem war Galagladi ein reiner Nahkämpfer, der nicht viel ausrichten konnte, wenn Machado sich in den Schatten bewegte und nur hin und wieder entfernt heraussprang, um einen effektiven Spukball loszusenden. Theoretisch war ein Gegner auf Niveau Iron Fist sogar auf eine derartige Strategie vorbereitet. Allerdings musste er feststellen, dass Schaufler und Machados Schattenreise einen großen Unterschied hatten. Die Verwundbarkeit gegenüber Erdbeben. Somit endete der Kampf als eine Art Katz-und-Maus-Spiel, wobei die Maus jedoch von allen Seiten umzingelt war, bis sie den Kampfring unfreiwillig verlassen musste. Ein früher Punkt für Polana Vatra. Im Anschluss hieran traf Monagoras auf Lungkiefer. Ein Duell, welches weniger vorteilhaft war. Stahl und Fee gegen Gestein und Drache. Doch trotzdem sah Aurora das Positive. Flunkiefer war ihre Angstgegnerin gewesen. Was allerdings nichts an dem Fakt änderte, dass Monagoras im Nahkampf machtlos schien. Seine Felswaffe zerbarst, kaum schlug sie auf Flunkiefers Haut ein. In der Schocksekunde wurde das Fossil sofort von einem Eisenschädel meterweit zurückgeschleudert, mitten in den Risikobereich. Zwar konnte er sich aus diesem erst einmal noch retten, traf jedoch schnell auf ein weiteres Problem. In der Königsliga die vermutlich beliebteste Ringkampfattacke. Erdbeben. Diese brachte Monagoras ins Taumeln, um sofort darauf in einen Eisenschädel zu führen. 1:1. Nun war die Gegneraufteilung alles. Kell gegen Fuegro und Aurora gegen Knackrak wären eine sehr gute Ausgangssituation. Andersherum hingegen wäre es eine beinahe sichere Niederlage. In Runde 3 traten sich die Feuerkämpfer beider Teams gegenüber. Kell gegen Fuegro. Oder, wie schnell klar wurde, Erdbeben gegen noch mehr Erdbeben. Zwar würde Team Polana Vatras Leiterin es gegenüber ihrem Teampartner niemals zugeben, allerdings schaffte diese Begegnung es so weit, dass sie wegdöste. Beide Kämpfer versuchten dauerhaft Erdbeben zu nutzen, wobei sie sich jedoch gegenseitig negierten. Eine Lautsprecherdurchsage wurde nötig, bis wahrlich Spannung entstehen konnte. Genug davon. Kell, Fuegro, euch beiden ist es für den Rest des Kampfes verboten, Erdbeben zu nutzen. Der Reaktion des zuerst genannten folgend, könnte man beinahe vermuten, dass Kell dies herbeiführen wollte. Und in Sekundenschnelle zeigte er auch weshalb. Beide Feuerkämpfer hatten nun ihre Bodenangriffe verloren. Jedoch blieb Kell immer noch Gestein. Fuegro hingegen hatte nichts mehr, was Kell wahrlich effektiv treffen konnte. Somit hatte sich ein zu ausgeglichener Kampf schnell zu einem völlig unausgeglichen gewandelt, welcher auch bald darauf enden sollte. Als Kell einen seiner Felsen zerschlug und mit den Brocken genau Fuegro traf, welcher zu sehr mit dem Blocken beschäftigt war, damit er den Bodycheck nicht abwehren könnte. Eine schmerzende Stille kehrte im Publikum ein. Aurora gegen Knackrak
Ein Kampf, der beinahe zu simpel sein müsste. Das Team, welches vielleicht die größten Fanfavoriten waren, würden gegen Neuankömmlinge verlieren. Die Runde, welche dies besiegeln sollte, begann. Aurora gegen den riesigen Drachen und Teamleiter Knackrack. Teamleiter des Team Iron Fist. Ein Fakt, welchen Aurora zu sehr ignorierte. Sofort wollte sie wieder Hagel für ihre Zwecke nutzen. Jedoch hatte Knackrack kein Interesse daran, ihr Zeit dafür zu lassen. Und dem Eisen seines Teamnamens entsprechend nutzte er Eisenschädel. Ein Stahlangriff direkt gegen eine schutzlose und überraschte Aurora. 2:2. Eine letzte Runde entscheidet das erste Halbfinale. So viel zu Auroras sicherem Sieg. Nun musste Runde 5 es richten. Vermutlich würde Knackrack für Team Iron Fist kämpfen. Deswegen musste Aurora im Prinzip mitmachen, da sie als einzige wirklich stark gegen ihn war. Begleitet wurde sie von Machado, der sowohl Knackrack als auch Flunkiefer, die Knackracks stärkste Waffe, gegen Aurora wohl begleiten würde, stark treffen konnte. Wobei er jedoch gegen Fee schwach war. Während die beiden auf der Plattform nach oben fuhren, die nun wieder tobende Menge beinahe laut genug, um ihn zu übertönen, offenbarte Machado eine simple und doch effektive Idee. Hülle mich sofort in Eis ein und erschaffe Säulen. Mit einem sicheren Doppelteam und Schutz vor Erdbeben kann ich uns, denke ich, weit bringen. Nachdem Aurora Knackrack auswich, welcher anscheinend sofort eine Wiederholung des letzten Duells wollte, folgte sie Machados Plan und gab ihm so tatsächlich die Zeit, sich zu vervielfältigen, um somit einen großen Vorteil zu gewinnen. Aus einem 2 gegen 2 wurde ein 12 gegen 2. Nun, wo Flunkiefer und Knackrack beide auch durch die Machado abgelenkt waren, nutzte Aurora die Zeit für mehr Vorbereitung. Hagel und Aurora-Schleier gaben ihren Säulen neue Kraft, während Team Iron Fists Kämpfer spürten, wie sie an Kontrolle über das Geschehen verloren. Nun stand Aurora an einer erhöhten Position und konnte Eisstrahl nach Belieben nutzen. Während Knackrack mit nur einem Treffer wohl eine Niederlage eingestehen musste, Flunkiefer hingegen wurde von 7 Machado bedrängt, alle mit Feuerhieben. Und selbst die erfahrensten Kämpfer konnten aus so einer Lage schwerlich noch einen Sieg herauswenden. Die ersten Finalisten dieses Turnieres stehen fest. Team Polana Vatra schlägt die Favoriten von Team Iron Fist mit 3:2. Stille überschattete die Zuschauerbänke. So sehr hatten sie alle auf einen Sieg von Team Iron Fist gehofft. Bei diesem Anblick, für diese Bekanntgabe umgeben von ihren Teamkollegen, stockte Aurora der Atem. Dies waren die Pokémon, für die sie alle ihr Leben aufs Spiel setzten, für deren Leben sie hier in diesem Ring soeben gekämpft hatten. So wenig gönnten die Pokémon ihrem Team den Erfolg. Woher kam all dieser Unmut, all dieser Hass, den Aurora glaubte, auf ihrem Pelz zu spüren? Blicke wie Feuer, eine Stimmung wie Eis. Doch gleichzeitig spürte Aurora, dies war es, was sie all die Zeit erwartet hatte. War dies, wie Kell sich all die Zeit fühlte. Ihr Leben lang hatte sie geträumt, eines Tages hier zu stehen. So viel hatte sie erreicht, so viel schon bewegt, genau wie Kell. War dies, wie das Arcane die Welt um sich herum wahrnahm, fühlten sich so die Selbstzweifel an. Für diesen Moment stockte Aurora der Atem. Sie glaubte, keine Luft mehr zu bekommen. Eine derartige Existenz, körperlich am Leben, mental im Tod. Langsam und doch stetig schien das Publikum vor ihren Augen zu schwinden. Leise Stimmen und schwebende Flammen erfüllten den Raum, während Aurora heftiger und heftiger nach Luft schnappte. Das einzige Licht, das sie noch vernahm, war das Höllenfeuer. Und sie hörte, wie die Stimmen lauter wurden. Aurora. 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 Unter dem Lärm von Tausenden hörte es wohl nur eine bekannte Stimme und schreckte aus ihrem Tagtraum auf. Wieder waren die Zuschauerbänke gefüllt von unzählbar vielen Pokémon, die mit ihrem Jubel zeigten, dass sie die Reise Polana Vatras unterstützen. Aurora, geht es dir gut? Du hast auf einmal begonnen, so schwer zu atmen und auf nichts mehr reagiert. Etwas durcheinander realisierte die Teamleiterin, dass hinter den seltsamen Ereignissen nichts anderes steckte als ein Tagtraum. Es ist alles in Ordnung. Danke, meine Nerven müssen mit mir durchgegangen sein.
Wieder einmal fand sich das ganze Team im Eingangsbereich wieder, von wo an sie das zweite Halbfinale eher halbherzig verfolgten. Ehrlich gesagt war ihnen allen das Ergebnis ohnehin von Anfang an klar. Nach neuer Recherche durch Monagoras waren Team Radiance seit 6 Saisons Teil der Königsliga und hatten sich durch unglaubliche Leistungen wie Rang 45, 43, 41 und 39 kein bisschen ausgezeichnet. In dieser Saison hatten sie all ihre Rekorde gebrochen und irgendwie Rang 15 erreicht. Zwar hatten sie bereits 2 Überraschungssiege hinter sich. Allerdings gegen das Trio um den Kriegeranführer Olanga würde Glück nicht genug sein. Nach dem ersten Spieltag vor 3 Wochen war es Aurora irgendwie ohnehin schon klar gewesen. Als sie ihr Team gegründet hatte, an dem allerersten Tag Polana Vatras, hatte sie immer das Gefühl gehabt, eines Tages in diesem Finale auf Team Slash zu treffen. Jedoch sollte es nun alles anders kommen, nach Geschehnissen des schicksalbehafteten Teams, in welchem Epsilon höchst selbst jahrelang ein Versteck gefunden hatte. Bin ich eigentlich die Einzige hier, die schon am ersten Spieltag dachte, dass Olanga seine Drohung wahrmachen würde? Dass wir ihn in diesem Finale wieder treffen würden und keine Gnade mehr zeigen? Nein! Zwar antwortete Seraora schnell, jedoch wirkte er trotzdem nicht sonderlich sicher. Ich hab's auch erwartet, allerdings hatte ich gehofft, dass das Glück auf unserer Seite steht und Team Iron Fist seine Gruppe aus dem Turnier wirft, bevor wir ihnen begegnen. Aber der Turnierbaum hat uns da keine Chance gelassen. Auch Monagoras schaltete sich ein. Er ist sehr mächtig, deswegen war es durchaus wahrscheinlich, dass diese Begegnung stattfinden würde, wenn wir es weit genug brachten und... Das haben wir. Persönlich finde ich irgendwie, dass wir uns gerade selber nicht genug würdigen. Wir haben gerade eins der vielleicht stärksten Teams der Liga-Geschichte besiegt. Sie waren immerhin für viele Monate Champions und auch schon oft genug Herausforderer. Team Iron Fist waren Champions gewesen. Kell hatte eindeutig zu wenig Grundwissen über die Liga, trotz allem, was er bereits gelernt hatte. Es stimmt, Kell. Team Iron Fist waren vor Team Nordica lange Zeit an der Spitze. Jedoch wurden sie vor 6 oder 7 Monaten abgelöst. Seitdem steht Team Nordica an der Spitze. Und auch 3 Zweitplatzierungen brachten Knackracks Team nicht wieder nach oben. Auch Aurora stimmte ein. Ich erinnere mich noch gut an die alten Zeiten, als das Team noch nicht ganz an der Spitze war. Lange vor Polana Vatra. Damals habe ich mir oft Kämpfe hier angesehen und war ein ziemlicher Fan von Team Iron Fist. Ich muss allerdings sagen, dass ich nach Flunkiefers Beitritt sie eigentlich aus den Augen verloren hatte. Der ganze Fokus des Teams lag auf diesem Turnier heute. Gerade Marshadows Erläuterungen zeigten Kell jedoch noch einmal deutlich, selbst wenn sie heute gewinnen würden. Es war erst der erste Schritt. Die größte Hürde würde immer noch warten. Elementara und ihr Team, die legendären Champions, einst als Gruppe zweier Freunde angefangen, doch im Verlaufe von 3 Jahren langsam entwickelt und in Richtung Spitze emporgestiegen. Und seitdem Elementara sich entwickelt hatte, gab es keinen Halt mehr. Auch Darkreis Verlust konnte nicht dafür sorgen, dass Team Nordica gestürzt wurde. Elementara hatte es mehr als deutlich gezeigt. Sie waren an der Spitze, um dort zu bleiben. War diese eigenartige Gruppe Gegnern gewachsen, die selbst die berühmtesten wieder und wieder problemlos in den Boden stampften. Schon lange kannte Kell das Team nun bereits und er lernte sie als Freunde und Mitstreiter kennen. Jedoch war der Umgang mit Elementara und ihrem Gefolge ein Spiel mit dem Feuer. Ein Lagerfeuer. Bequem und hilfreich, solange es gezügelt ist. Doch wenn sie zu Gegnern wurden, dann entflammten Träume und Wünsche. Jedoch wären auch all diese Gedanken vollkommen verschwendet, würden sie den Sieg gegen Olangas Team nicht erringen können. Doch selbst im Falle, dass das alles funktionieren würde, habt ihr eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, was morgen passieren könnte? Sollten wir tatsächlich siegen und die Plot-Armor gewinnen, dann wäre die Zeit für die letzte Schlacht gekommen. Wir müssten Epsilon ausfindig machen und eine letzte Schlacht um Leben und Tod.
Nach allem, was sie erzählt hat, nach Epsilons Geschichte, ist der einzige Ort, den sie regelmäßig besucht, die Höhle, in welcher sie damals ihre Kraft erhielt. Wenn wir morgen gewinnen, dann müssen wir sie finden, wohl oder übel. Und was vielleicht auch eine Frage ist, Kämpfe wie heute sind eine Sache unseres Liga-Teams. Epsilon hingegen geht über das formale Polana Vatra hinaus. Wer wäre denn überhaupt bereit, sich mir für den Kampf der Plotkriegerin anzuschließen? Wieder einmal antwortete Seraora als erstes. Und zwar mit den Worten, welche sie alle dachten. Jeder von uns. Epsilon betrifft uns alle. Und unser aller Zorn wird sie spüren. Doch auch diese Unterhaltung des Teams wurde gestoppt, als Elementara durch die Lautsprecher eine Ankündigung machte. Das zweite Halbfinale endet deutlich mit 3:1. Team Radiance siegt über Team Aralsa und wird im Finale einziehen, welches in einer halben Stunde stattfindet.